So, weiter geht's mit XCOM. Wir verfolgen gerade ein böses Alien-Raumschiff. Da schicken wir sogleich mal unseren Skyranger hin, unseren Truppentransporter, und werden sie nach alter Manier aufmischen. Oder auch nicht. Oder sie uns. Oder andersrum. Oder dreifach rum. Ach, egal. Egal. Dann rüsten wir erstmal unser Heinzelmännchen aus. Raketenwerfer muss immer dabei sein. Ich habe halt immer Spaß mit Raketen rumzufeuern. Hauptsache Explosion und Brisantsprengstoff ist auch sehr wichtig. Der Sprengstoff da mit dem Totenkopf, der ist sehr schön. Damit kann man eine Menge Butterboom machen. Und die Lasergewehre, die sind am Start immer auch recht schön. Ah, ich habe gerade mal einen Tipp von jemand bekommen. Wenn ich Lasergewehre herstelle und auf dem Markt wieder verkaufe, bekomme ich mehr Geld als wenn ich es produziert hätte. Also mache ich Gewinn dabei beim Verkaufen. Das muss ich dann später in den späteren Folgen ausprobieren. Ich habe jetzt keine Ahnung. Das muss ich ja mal schauen. Weil wenn man Lasergewehre herstellen könnte und die teurer verkaufen könnte, dann könnte man ja unendlich Geld damit machen, oder? Naja, das schaue ich mir dann mal bei Gelegenheit an in den nächsten Folgen. Ob man das machen kann. Wenn ja, ist ja ein Money Exploit oder so. Naja, aber Hauptsache Geld. Ob jetzt illegal oder legal, ist mir scheißegal. Hauptsache Geld, Geld, Geld. So, der Pulitzer bekommt seinen schweren Laser. So, dann haben wir eigentlich alle ausgerüstet. Das Vibesbild bekommt noch eine Sunny-Tasche. Für was anderes ist er eh nicht gut. So, und dann fangen wir, glaube ich, an, oder? Oder? Fangen wir an, ja. Oh, und das sehen wir schon den ersten Alien. Vorne haben wir gleich unseren Panzer mit Raketen. Na, keine Visierlinie. Ah. Da müssen wir wohl erstmal nach draußen manövrieren. Und dann manövrieren wir mal. Und weg ist er. Gute Nacht. Schlaf gut. Oder so, keine Ahnung. Clowns Croissant. Bei Cosette muss ich ja mal ein Croissant, denke ich, war es auch eine Croissant. Ah ja, wenn wir gerade vom Essen sprechen. Bei mir gibt es heute Hähnchenschenkel mit Semmelknödel und noch irgendein Gemüse dazu, muss ich halt mal schauen. Ich habe noch Paprika und Riesenchampignons da. Muss ich halt mal gucken, was ich da draus mache. Ach, aber ist jetzt egal, ich will euch ja keinen Hunger machen. Kästen Kautier, Raketenwerfer-Typ mit Besandsprengstoff. Der kann großen Butterboom machen, wenn er will. Oh, da hat sich was bewegt. Also ich habe zumindest was gehört. Alien-Bewegung. Das hört man ja immer kurzweilig. Wenn die Aliens dran sind. Da kann man dann manchmal auch abschätzen, was für Aliens kommen, wenn man die Geräusche raus hat. Da oben haben wir schon das Alien-Raumschiff. Da bewegen wir uns mal langsam hin. Heute gibt es übrigens kein Cherry Coke, heute gibt es mal Schwipschwapp, zuckerfrei. Ohne Zucker, mal schauen, was an Kalorien. Brennwert 2 Kalorien auf 100 Milliliter. Das geht ja eigentlich, das ist ja. Was hat denn dagegen das normale Limo? Das hat auch 100 Milliliter. 39 Kalorien. Und das hat nur 2 Kalorien. Also, Schwipschwapp hat nur 2 Kalorien auf 100 Milliliter. So. Na. Schmeckt aber nicht so toll. Muss ja echt einen Nachteil haben. Schmeckt ja irgendwie komisch, das Schwipschwapp, ich weiß auch nicht. Naja, schmeckt ganz komisch. Nie wieder Schwipschwapp. Nee, danke. Lieber ein paar Kalorien mehr und dafür was Gescheites. So, mal gucken, wo sich die bösen Lümmel vor uns verstecken.
Den Panzer schickt man auf jeden Fall immer mal als Kugelfang vor, weil der sieht doch ein wenig mehr aus als die Soldaten. Oh, da haben wir schon wieder ein Alien. Heißen wir mal drauf. Oh, und das war schon wieder weg. So muss das sein. Bada boom und böses Alien tot. Da, da. Da, da. Günther Esser, der alte Falter. Da, da. Dwight Camp. Nein, du sollst nach unten, nicht nach oben. Genau. Genau, so ist es richtig, braver Junge. Klausi, den kenne ich doch auch irgendwo her. Sanitöter. Ne, diesmal kein Sanitöter. Diesmal hat er Sprengstoff dabei. Oscar Johnson. Und irgendwie habe ich ein Talent, unseren schweren Laserfuzzi überall dahin zu schicken, wo keine Aliens sind. Ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. Sehr, sehr komisch. Ein Fall für die X-Akten. Maybe. I don't know. Panzerraketenwerfer. Oh, schon wieder ein Alien. Ist das sicher, aber man Soldaten drauf schießt, dass der Erfahrungspunkte sammelt oder so, dass er befördert wird? Und gleich erwischt mit der Laserpistole. Na, für die einfachen Aliens geht die Laserpistole noch. Und das Gute ist, der braucht für den Autoschuss nur 14 Zeiteinheiten. Da könnt ihr dann also quasi in einem Zug 9 Schuss abgeben. 9! 9! Naja, aber die Waffen sind später noch ersetzt durch dickere Waffen, aber für den Anfang sind die ja gar nicht mal schlecht. Vor allem die Lasergewehre gefallen mir optisch immer ganz gut. Und auf die Optik kommt es ja auch immer an. Was nützt einem, wenn man eine geile Knarre hat, wenn sie total uncool aussieht? Also Showing muss ja auch schon was aussehen. Ja, wie wird schon oder andersrum oder keine Ahnung, egal. Günther ist er, weil es nicht ein Typ aus einer Talkshow oder so, kann es sein. Naja. Auf jeden Fall der Name Günther Esser, der kommt mir irgendwie aus dem Fernsehen bekannt vor. So, jetzt nähern wir uns mal langsam dem schicken kleinen UFO. Und guck mal rein, was da so schön ist. Oh, da schießt jemand. Da schießt ein Alien. Oh, da haben wir schon eins. Da lassen wir dann Soldaten drauf schießen, genau. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt hätte man sogar noch Zeiteinheiten für einen Schnellschuss. Können also 10 Schuss auf einmal abgeben. Falls jemand interessiert, ich schaue gerade ein Let's Play zu XCOM Apokalypse an. Das ist also einer der Nachfolger, also der offiziellen, aber das ist halt nicht so meins, aber naja, ich finde es ganz unterhaltsam. Naja. Nach dem XCOM werde ich vielleicht auch noch mal Terror von the Deep spielen, auch wenn es mir nicht so gefallen hat. Weil so unter Wasser und so, ach ich weiß nicht. Und dann haben wir, das hat mir alles nicht gefallen mit den komischen Unterwasserwaffen. Das fand ich alles nicht so schön. Naja. Aber es wird sich die Zukunft zeigen. Vielleicht geht ja dieses Jahr auch noch die Welt unter. Eigentlich dieses Jahr soll ja die Welt untergehen. Schon wieder, schon wieder. Dann hat sich das eh erledigt. Dann wäre der Drops gelutscht, dann wäre es vorbei. Naja, das sehen wir ja alles in Zukunft. Oh, das war schon.
Getötete Außerirdische 4, Außerirdische geborgen 4, Außerirdische Artefakte 13, UFO-Energiequelle, Navigation, Außerirdische Legierung, Elerium 115. Bewertung okay. Jo, war ja in Ordnung. Haben wir quasi nur Gewinn rausgeholt. Oh, ein sehr kleines UFO. Da schicken wir mal was drauf. Plasmagewehr erforschen wir gerade. Ah ja, ein paar Wissenschaftler kaufe ich noch. Dass wir dann die 50 Mann voll haben im Labor. Aber ich weiß nicht, baue ich mir noch ein Labor oder? Ich glaube, ich baue mir noch ein Labor. Oh, da fahren wir gleich das UFO ab. Das schicken wir gleich zur Hölle. Und UFO ist zerstört. Wissenschaftler sind hier, die teilen wir dann gleich mal zu. So, und dann kommt das dritte Labor. Dass das mit der Forschung mal alles schneller vorangeht. Wir haben ja keine Zeit, ihr wisst schon, die Welt geht bald unter. Auch da mal ein großes UFO. Das ist natürlich zu schnell. Und der Abfangjäger hat noch keine Waffen, das ist auch nicht gerade optimal. Ah, da kaufe ich jetzt noch ein Stingray-Raketen, Avalanche-Raketenwerfer. Ich weiß es gar nicht. Oder kaufe ich nur Raketen? Ja, genau. Raketenwerfer habe ich auch gekauft. Oh. Skyranger 2, da frickel ich gerade auch wegen rum. Granaten. Ein Leuchtkörper müsste ich noch mal kaufen, oder? Da denke ich irgendwie nie dran. Ah, und wenn ich davon spreche, passiert es auch gleich. Ah, und noch ein wenig Sprengstoff kann ja nie schaden. Oh, ein UFO ist gelandet. Das fangen wir gleich mal ab. Aber ich schicke auch gleich noch einen Abfangjäger dazu. Weil es könnte sein, dass das UFO dann wieder startet. Und dann stehen wir mit dem Skyranger davor. Und ja, das ist dann scheiße. Deswegen gleich einen Abfangjäger immer mit dazu schick. Na, dann mache ich mal Save. Start the Mission. Starten wir mal. So, da haben wir wieder so ein Pistolenfuzzi, der wegen schneller unterwegs ist. Clarence das Cousin. Klausi bekommt mal eine Erste-Hilfe-Tasche. Ich frage mich, was die Tusse immer mit dem schweren Laser hat. Das ist doch viel zu schwer für sie, für das arme Mädchen. Das kann doch nicht angehen. So, das war's dann, glaube ich. Okay. Dann fangen wir mal an. Oh, die Wüste. Mal ein Wüstengebiet. Schicken wir mal den fetten Panzer wieder vor.
Ein kleines, feines UFO-Lein. Matt Luckin? Der Name sagt mir was? Nein, egal. Clarence das Cousin. Pulitzer mit seinem schweren Leiser. Obwohl ich den schweren Laser eigentlich nicht so toll finde, weil er hat keinen Autoschuss. Hm. Naja, aber ich habe mal einen schweren Laser aus Sympathie dabei, der quotenschwere Laser. So, die schiebe ich schon mal vor. Dass wir dann nachher nachstopfen können. Oh, da ist schon einer down. Da schicke ich gleich mal den Panzer hin. Zum Erkunden. Da ist aber nix. Hm, da hat gerade was auf uns geschossen, da ist aber nix. Sehr seltsam. Vielleicht doch ein Fall für die X-Akten? Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. So, laden wir es noch ein paar Leute aus. Gästen Gautier, das Tier. Ah, der Günther Esser, der Talkshow-Moderator, ist auch wieder dabei. Da schießt schon wieder einer. Was soll denn der Rotz? Oh, verfehlt. Das ist natürlich immer vorteilhaft, wenn man verfehlt. Der war, glaube ich, in der Luft vorhin, deswegen haben wir nicht gesehen. So, den haben wir es jetzt aber gegeben, ganz dreckig. So, dann können wir mal langsam Richtung UFO vorrücken. Ganz langsam, immer wieder Ruhe, keine Panik hier. So, die Quotenfrau kommt auch mal mit raus. Sag mal, wer ballert da schon wieder rum? Sind wir hier auf dem Freimarkt oder was? Ist hier eine Schießbude in der Nähe oder so? Ich glaube nicht. Sag mal. Oh, jetzt haben wir eine Schlange überfahren. Scheiße. Also ich war es nicht, das war der Panzer. Ich habe die Schlange jetzt nicht überfahren. Ich frage mich, ja, wird der Panzer mit einer Fernsteuerung gesteuert von der Base oder wie ist das eigentlich? Weil es ist ja so eine Mini-Panzer. Wer steuert den eigentlich? Also jetzt im Spiel. Wer steuert diesen Panzer? Oder sitzt da ein kleiner Eskimo drin? Das könnte natürlich auch sein. Er wird wohl als nächstes sterben. Dies und mehr erfahrt ihr nach dieser Aufnahmepause und tschüss. Ach Quatsch. Der schießt einfach auf seinen Panzer, was soll denn das? Ich habe den Panzer erst so schön poliert auf Vordermann gebracht und jetzt schießt er einfach drauf.
Oh, der Panzer hat aber kein Kratzer bekommen. Sehr schön. Ah, da haben wir so einen Lümmel. Den geben wir wegen Raketenladung ab. Oh, und weg ist er. Der ist quasi in Ohnmacht gefallen. So, da ist schon der Eingang zum UFO, zum unbekannten Flugobjekt. Oh, da ist wieder einer. Sag mal, ist es hier ein Schießbootentreffen oder so? Und Headshot. Perfekt. Immer langsam vorwärts, Jungs. Immer alles im Auge behalten. Ich will, dass hier alles streng nach Vorschrift verläuft. Alles läuft streng nach Vorschrift, okay?